Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist es mal etwas anderes aus Zelda. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, meine Top 5 Anime-Serien, weil sich das der liebe Dave gewünscht hat. Und bevor ich jetzt noch irgendwelches dummes Zeug labere, fangen wir an. Ja, Top 5 auf meiner Liste ist Death Note. Die Geschichte, kurz erklärt, ist: ein Typ findet ein Buch, womit er jeden und alles auf jede Art und Weise umbringen kann. Daher, dass ich euch wirklich nur ganz kurz meine Top 5 zeigen will, machen wir weiter mit Top 4 und das ist Akame ga Kill. Die Geschichte handelt von einem Jungen namens Satsume, der als Tourist in die große und hinterlistige Stadt Kaiserstadt kommt. Dabei trifft er auf den Clan Night Raid, der die Stadt von hinterlistigen Personen schützt. Den schließt er sich an und erlebt coole Abenteuer. Meine Top 3 ist Sword Art Online. Hier finde ich die Story sogar von allen 5 am besten, denn ein Junge spielt auf einer Art VR-Brille ein Spiel und wird darin eingesperrt und muss einen Weg rausfinden. Dabei findet er andere Spieler, die dann am Ende zu seinen Freunden werden. Und nein, er kann nicht einfach das Spiel quitten, weil dann sein Gehirn explodiert. Ja, erfahrt er in dem Anime, wenn er ihn schaut. Top 2 ist One Piece. Einfach weil es so fucking viele Folgen davon gibt. Ich meine, die hauen ja wöchentlich irgendwie eine Folge raus und das ist einfach nur krank. Nein, im Anime geht es um eine Piratengruppe, die einen legendären Schatz sucht und meistens am Ende einen ziemlich starken Gegner besiegt. Ja, das war's schon von der Story eigentlich. Und meine Top 1 ist Tokyo Ghoul. Ja, das ist mein Favorit. Irgendwelche Probleme damit? Ein Student namens Ken Kaneki lebt in der großen Stadt Tokio. Allerdings gibt es in seiner Welt Ghule, die sich nur von Menschenfleisch ernähren können. In einem Café trifft er sich immer mit seinem besten Freund und bekommt sogar ein Date mit einer Frau namens Liz. Allerdings ist sie ein Ghoul und er weiß es natürlich nicht. Und als sie ihn gerade zerfleischen will, fällt ein fettes Metallgerüst auf sie. Bei dem Angriff hat Liz allerdings Kens Organe verletzt und damit er überleben kann, bekommt er ihre Organe und wird selbst zum Halbghoul. Uff. How'd you get to